In Binz, auf der Insel Rügen, befindet sich das Oldtimer-Museum Rügen. Dort wird als eines der Highlights der Messerschmitt-Kabinenroller Karo gezeigt. Die geniale Konstruktion, die einmalige Silhouette und der Traum von der Mobilität und Unabhängigkeit haben den Messerschmitt-Kabinenroller zur Legende gemacht. In der Bedienungsanleitung des Kabinenrollers war auch eine Anleitung zum Einsteigen enthalten. Dort ist Folgendes aufgeführt. Einsteigen, das Ein- und Aussteigen ist beim Kabinenroller etwas anders, als Sie es bei anderen Fahrzeugen gewöhnt sind. Vor dem Öffnen der Haube überzeugen Sie sich, ob rechts des Fahrzeugs auch genügend Platz ist. Haube langsam anheben und nach rechts überkippen, bis Lederriemen straff gespannt ist. Nun, wie folgt Platz nehmen? Sitz hochschwenken. Lenkung leicht nach rechts einschlagen. Rechten Fuß in Fahrzeugmitte setzen. Platz nehmen. Linken Fuß hineinsetzen. Beide Füße nach vorn setzen. Jetzt erst mit beiden Händen an den schrägen seitlichen Rahmenrohren abstützen. Dann Sitz nach vorne schwenken lassen.